Promigeflüster zu Gast in Betzingen. Meine Heimat sozusagen. Ich bin Betzinger, da stehe ich dazu und auch gerne. Und mein heutiger Interviewgast ist in Betzingen auch groß geworden. Wir haben uns in Betzingen an der Zehnscheuer verabredet. Und da dazu sage ich erstmal Hallo und herzlich willkommen. Eckhard Grauer, ihn kennt man auch als Leibsle vom schwäbischen Comedy-Duo Hämmerle und Leibsle. Aber er macht auch Solo-Programm, nicht nur im Duett. Aber erstmal Hallo und herzlich willkommen. Hallo Frank, freue mich. Ja, schön, dass du da bist. Betzingen, welche Beziehung hast du dazu? Ja, ich bin hier aufgewachsen, also Vater und Großvater sind Urbetzinger, ich auch. Bis zur 11. Klasse, dann musste man halt nach Reutlingen oder bin nach Reutlingen aufs Gymi und dann sind halt der Freundeskreis hat sich dann in Reutlingen weiterentwickelt. Aber ich habe auch in Betzingen Handball gespielt. Wir waren gut, wir waren saugut, wir waren in der Oberliga, wir haben eine super Truppe gehabt. Also Betzingen ist gut. Gut, sehr gut. Und Zehnscheuer, wie gesagt, da hast du ja auch schon mal mehrmals zu tun gehabt. Ja. Auftritte auch mit dem Hämmerle zusammen, also mit dem Bernd Kohlhepp, gell? Da war er auch schon mehrfach auf der Bühne. Ja, ich war ein paar Mal mit dem Bernd, auch mit der Band haben wir da Blätzockfest bespielt und haben dann auch tatsächlich Frauengruppe, die haben uns extra Blätzock gemacht auch noch. Also Blätzock sind die Betzinger Hausschuhe, kann man sagen. Die sind aus Blätz gemacht worden und Socker. Also super, gibt es nur in Betzinger Blätzock. Ich denke mal, wenn man ins Heimatmuseum geht, was ja von hier aus gleich Luftlinie 10 Meter ist, da wird man die bestimmt auch antreffen und kann man auch begutachten, wie sie gemacht wird. Ja, das wird jetzt leider nicht mehr so seriemäßig gemacht, sondern das machen jetzt nur noch irgendwelche ausgewählte Frauen, die machen das noch als Hobby, aber so gibt es das glaube ich nicht mehr. Genau. Das war früher aber gang und gäbe. Toll, Blätzock, schon der Name finde ich ganz großartig. Klingt gut, aber genauso gut klingt auch im Eckhardt seine brandneue CD. Grauers Rock, das steckt dahinter, also Rockmusik mit schwäbischen Texten und der Titel, der nennt sich Onna Nemi No 2. Onna Nemi No. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ich sage mal, ein Nichtschwabe, der hat Schwierigkeiten damit. Wie kam der Titel zustande? Ja, also ich glaube, das ist zum Reden oder zum Aussprechen ist es für einen Schwab leicht. Onna Nemi No. Onna Nemi No 2. Und das heißt auf Hochdeutsch und dann nehme ich noch. Das ist so entstanden. Ich war beim Bäcker und hat dann bestellt und habe gesagt, ich hätte gern dieses Vollkornbrot und dann zwei Laugenweckler und dann nehme ich noch. Und dann ist mir selber aufgefallen, dass das kein Mensch verstehen kann. Ja, und dann nehme ich noch. Und das habe ich dann als Titel für die CD genommen. Sehr schön. Und man muss sagen, es gibt auch die erste, und dann nehme ich noch. Das ist die hier. Ganz in Grau sozusagen, schwarz-weiß. Schrift ist in Rot. Und dann nehme ich noch. Und dann gab es jetzt ganz heiß noch, die ist noch keine Woche alt, kann man sagen. Und dann nehme ich noch zwei. Und die ist jetzt in bunt. Ja. 9 Titel sind drauf. Ja. Und auf der ersten sind es 6 Titel. Also man muss sich dann beide schon zulegen, damit man überhaupt mit schwätzen kann, oder? Ja, sie gehören auch zusammen. Das sind die gleichen Musiker. Das ist, also, ich darf es jetzt mal sagen, das sind meine Lieder, meine Texte, aber ganz großartig von schwarz-weiß auf farbig gespielt von den zwei großartigen Musikern. Harald Wester und Andi Susemil. Vielen Dank euch zwei nochmal, das war großartig. Wunderbar, das klingt auch gut. Und natürlich Andi Welsch, danke. Danke Andi Welsch vom Musikverlag, den darf ich nicht vergessen. Genau, und wer ihn kennt, die Lollis, sagen wir bloß mal so am Rande, genau. Ja, also die 9 Titel, alles mit Schwäbisch versehen, schwäbische Texte. So sind wir Schwaben, das ist gleich mal so die Auftaktshymne, kann man sagen. Wie sind wir Schwaben eigentlich? Ja, wir sind immer ein bisschen zurückhaltend, aber man leistet viel, so kann man sagen. Also es gibt ja diesen wunderbaren Vierzeiler, irgendein Schwab hat den mal geschrieben, das ist also nicht von mir, aber den habe ich als einen Vers benutzt. Das heißt, der Schiller und der Hegelfritz, der Uhland, der Hauf, das ist doch ganz normal bei uns, das fällt uns gar nicht auf. Also wir halten uns eher ein bisschen bescheiden zurück und machen lieber, als dass man zu viel schwätzt und weniger macht. Sehr gut. Titel Nummer 2, ich mag sie alle. Wen magst du da?
Ja, also danke, dass du nachfragst. Wenn man das zum ersten Mal hört, dann sagt man, ah, was singt er denn da eigentlich? Das klingt ja wie, sagen wir mal, was ist Reeperbahn oder so. Nein, tut's nicht. Die Idee zu diesem Text ist mir gekommen an der Gemüsetheke vom Supermarkt. Und da habe ich gesehen, dass es unglaublich viele Kartoffelsorten gibt. Und die haben alle weibliche Namen. Ja, also Nicola, Lady Crystal, Sieglinde, Linda, wie sie alle heißen. Und da habe ich dann ein Lied drüber gemacht, das ich aber erst am Schluss auflöse. Also der wunderbare Sieglinde, wunderbare Lady Crystal, Amandine. Ich liebe sie alle wunderbar, ganz großartig. Und dann am Schluss, und ich vernasche sie alle als Kartoffelsalat. So, genau. So ist das. Weil du gesagt hast, schmierig, ein bisschen schmierig muss ja der Kartoffelsalat tatsächlich sein. Also man sagt schlonsig, gell? Ja, bei uns Schwaben schon. Also ohne Mayonnaise, aber... Essig und Öl. Ja, ganz genau. Genau. Zimpf. Genau, so muss es sein, genau. Ja, also... Hinter jedem Titel steckt also auch gleich so eine kleine Pointe oder endet mit einer Pointe. Also man muss sich dann wirklich genau anhören. Wenn ich das geschwind unterbreche, ich habe das auch, die kleinen Hintergründe sind auch, deswegen ist es vielleicht besser, eine CD zu kaufen, als das runterzuladen. Es ist überall schon ein bisschen Hintergrund und ein bisschen Text dabei. Also da kann man also mal geschwind ein bisschen reinheben, genau. So sieht man es, richtig. Also da und auch hinter drauf, wenn ich das noch schön sagen darf, diese zwei wunderbaren Musiker. Die Kollegen, die den Herrn Eckhard Grauer da begleiten, der Harald Wester, genau. Und Andi Susemihl, also internationale Cracks. Also der Harald Wester kennt man ja hier in der Gegend sowieso als vielseitiger Schlagzeuger, also Drummer. Mhm. Und Andi Susemihl über Jahrzehnte. Und beide hatten tatsächlich einen schwäbischen Rock-Hintergrund. Der Harald Wester war mal Schlagzeuger bei Hank Häberle Junior. Und Gott hab ihn selig. Und Andi Susemihl hat dabei viele Rockbands gespielt, aber auch bei Rock'n'Rollinger. Und das war großartig. Trollinger? Haben die vielleicht einen Trollinger getrunken? Das kann sein. Natürlich. Ja, klar. Also, wie gesagt, einige Titel haben wir noch drauf. 9 Stück an der Zahl. Wellness ist noch so eine Sache. Also auch da strickt und piekst ja heutzutage überall. Und da muss man sich auch ein bisschen entsprechend Wellness gönnen, oder? Ja, ganz genau. Also das ist ein bisschen so überspitzt, diese Schönheitswahn. Ja, dass man da jetzt in Schönheitsform ist, dass man dann in Schlammbäder ist, dass man dieses und jenes macht. Und der Leibsli, der Sänger, also der Leibsli sage ich schon, der Grauer, der Sänger, der steht halt ungeheuer auf Wellness. Und am Schluss sagt der Musiker, er steht nicht ungeheuer auf Wellness, sondern er ist das Ungeheuer von Wellness. Und so sind es halt überall am Schluss ein paar Gags, ein paar Pointe. Deswegen lohnt sich sicher auch die Lieder bis zum Schluss auch zum Hören und nicht bloß anzutippen, so wie man es normalerweise macht. Und dann gibt es noch die Traumfrau. Wie muss die bei dir sein? Oder verraten wir da nachher zu viel? Ja, also die Geschichte geht darum, er singt, ich mach bloß meine Augen zu, dann stehst du vor mir, deiner Anmut und so weiter. Und dann singt er da halt ein Loblied auf die Gattin. Und dann kommt halt am Schluss, aber mache sie auf, meine Augen, dann sieht es vielleicht ganz anders aus. Das sind die Geschichten. Genau. Also, so ganz grob haben wir mal die CD grob durch. Genau. Anhören und kaufen müsst ihr sie jetzt natürlich selber im guten Fachhandel. Wenn es den noch gibt, das ist ja heutzutage auch ein bisschen schwierig. Sonst stellt man es Website grauerpower.de. Genau. Und dann kriegt man sogar auch vielleicht, wenn man Glück hat, noch eine Widmung drauf. Jederzeit. Sehr gut. Der Rock'n'Roll. Wann kamst du da damit in Berührung und was hat dich da inspiriert? Ja, das ist ja immer so, also als ich jung war, so Anfang der 70er, da gab es ja immer nur zwei, entweder Adidas oder Puma, entweder Wrangler oder Levi's, entweder Pink Floyd oder Deep Purple. Und da kam ich halt, da war ich halt auf der rockigen Seite. Ja? Also da war ich halt eher Deep Purple und dann kam dann auch die Blues-Rock-Seite, also Bad Company und so. Und ich war schon immer eigentlich der Blues-Rocker. Und so ist auch meine Musik, würde ich sagen. Oder du hast ja auch gehört. Ja, genau. Ja. Also so ein schönerer Rock, also wirklich ein amtlicher Rock, gespielt von den zwei großartigen Musikern und zufällig schwäbische Text. Ja. So. Also wie gesagt, es geht jetzt nicht immer hier gleich fetzig,
zur Sache, sondern sind da ein bisschen Balladen drin. Es ist auch ein bisschen was Ruhigeres mal zum Entspannen. Ja. Also zieht es euch rein, kauft es euch. Und wo kann man den Eckhard Grauer mit seiner Grauers Rock Band sozusagen auch vielleicht auf der Bühne erleben? Gibt es da auch Möglichkeiten? Ich denke mal, davon lebt ihr ja. Ja, also davon leben wir sicher nicht. Das ist ja ein reiner Spaß. Ich muss jetzt mal wirklich sagen, ich meine, ein schwäbischer Rock auf CD mit Lieder, die keiner kennt, von einer Band, die keiner kennt, da wird der Verkauf nicht sonderlich groß sein, es sei denn, wir spielen live, aber das ist eine nagelneue CD. Wir haben noch gar nicht danach geguckt, zumal der eine in Memmingen wohnt und der andere gerade ein bisschen gesundheitlich angeschlagen ist. Deswegen müssen wir da mal gucken. Außerdem brauchen wir dann, also für die Live-Auftritte, brauchen wir dann noch ein, zwei Musiker dazu, dass das auch voll und gut tut. Aber jederzeit überall gern. Reutlingen, Tübingen, Meidelstädte, Betzinger, Zehnscheuer. Zum Beispiel, genau. Also, haben wir eh schon mal gespielt. Ja, also beim Blätzockfest, wenn es sogar Blätzock kriegt. Ja, das war ganz toll. Also wir vier damals Musiker, wir haben alle Blätzock gekriegt. Also die Betzinger Hausschuhe. Genau, ich glaube, die haben wir am Anfang schon erwähnt. Aber egal. Naja, warme Füße braucht man immer. Der Winter kommt. Sehr gut. Okay, also Blätzock, das ist eine Sache. Genau. Und dann natürlich, jetzt müssen wir mal auf der Leibsländer kurz zu sprechen kommen. Musik ist die eine Sache. Als anderes ist natürlich auch deine Aktion oder deine Aktivität als Comedian oder wie sagt man, wo würdest du dich einordnen? Ja, ich würde eher sagen, so in Richtung Kabarett. Also Kabarett, das ist okay. Kabarett und Theater. Comedian ist, glaube ich, der Leibsel, ist kein Comedian im klassischen Sinn, so wie man es halt im Fernsehen sieht, sondern eher ein bisschen Richtung Kabaretttheater. Was war, oder wann kam der Leibsel, wann ist der geboren? War der vor der Rock'n'Roll-Geschichte, vor der Musik oder gleichzeitig? Oder ach so. Musik haben wir immer schon gemacht zusammen, also auch im Keller von einem Freund zusammen, da war ich sogar oft auch Schlagzeug und so, das haben wir immer, aber halt nie gedacht, dass man mal auftreten. Der Leibsle kam dann das ist jetzt auch weit über 20 Jahre, kam der durch Zufall mal zustande und dann haben wir auch relativ schnell diesen wunderbaren Bernd Kohlhepp als Hämmerle getroffen und wir haben uns gleich gut verstanden und sind bis heute befreundet und und machen halt unsere Sachen. Und in vielen Sketchen da, oder zumindest in einem, da kommen viele Betzinger Namen vor, habe ich so den Eindruck, gell? Der Schlotterbeck so, und ja, also im Leibsle sein Kosmos ist tatsächlich rein betzingerisch. Also da gibt es den Schlotterbeck, da gibt es den Brucklacher, da gibt es den Walz, dann gibt es den Schwane als Stammbeutz, also die Schwane heißt sehr, aber der Schwane. Und das sind alles Betzinger Namen und auch Begriffe. Der Banaski, er hat sich so gefreut, als er das markiert hat, der Banaski, der Jürgen. Ja, leider ist er auch nicht mehr unter uns. Aber so lauter Betzinger und auch sicher auch sind da, trifft sich der eine oder andere Betzinger auch im Kopf wieder. Ja. Definitiv, genau. Ja, wunderbar, da haben wir doch schon wieder einiges erfahren. Was kann man zum Leibsle sagen, wenn man jetzt treffen täte? Der war jetzt auch kürzlich auf dem Weindorf in Reutlingen anzutreffen und hat schön philosophiert. Ja, was möchtest du wissen, wo ich das spiele in nächster Zeit? Ja, nicht im Großen. Also jetzt das Nächste ist, glaube ich, nächste Woche in Trochtelfingen. Da ist auch so eine Kulturnacht. Da spiele ich hier in der Gegend und dann, jetzt weiß ich es gerade nicht auswendig, das geht ja eigentlich erst schon Mitte September geht es ja an, das Theater-Saison ist eigentlich von September bis April. Okay. So. Und dann, ja, dann da und dort und Rottweil und ja. Also am besten auch da auf der Homepage gucken, dann findet man was, oder? Ja, genau. Sehr gern, kommen nur. Ja. Sonst Social Media, wo bist du da aufgestellt? Facebook oder Instagram? Ja, also ich muss sagen, da bin ich nicht so bewandert, aber die Agentur Siedepunkt, die ist da sehr bewandert und dahinterher, dass man das auch macht. Und deswegen bin ich von ihnen geleitet, auch Instagram und so. Ich selber bin auf YouTube, kann man mich finden. Dann die Website selber, grauerpower.de, also grauerpower.de. Und so sind wir. So Sender, gut aufgestellt. Genau, prima. Und
No, Nemi, no zwei. Ja, und zwar ja. Beide. Beide am besten, genau. Ich hebe sie mal hoch. Ja, ja, natürlich, klar. Also Unanimi no zwei, kehrt zusammen. Das ist eigentlich eine spaßige Sache. Also da haben wir jetzt auch was angestoßen, da könnte eine ganze Serie draus werden. Und dann nehme ich noch drei und dann nehme ich noch vier. Ja, durch das, dass ich eigentlich nur die eine machen wollte. So. Aber ich denke so in 2-3 Jahren sind wir im Madison Square Garden oder in der Betzinger Zehntscheuer, also je nachdem. Genau. Also in diesem Sinne, jetzt gehen wir in die Kamera. Ich hoffe, dass jetzt alles tut zum Abschied. Euch, liebe Zuschauer, alles Gute. Ich hoffe, ihr habt es ein bisschen verstanden, auch wenn es Schwäbisch war. Vielleicht können wir es Synchronisierer und der Einblender, ich weiß es. Ja, klar, also Synchronsprecher. Ja. Bernd Kohle. Bernd Kohle. Und wer nicht, der, ja, da können wir auch nichts dafür. Dann muss halt hören, die Musik hören. Oder der muss verstehen, spüren und nicht jedes Wort verstanden. Genau. Und wenn jetzt der Leibsle sich noch verabschiedet hat, was der noch sagen? Oh, der Leibsle. Was der da sagt, Leute, wir sehen uns, alles Gute. Ich freue mich. Jederzeit. Komm mit nur. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.